Gebrochen. Diese Frau merkt nicht. Sie hat gestunken. Nein, das geht doch nicht. Ich spiele, wie gesagt, Eishockey. Und, also ich bin der schlechteste Eishockeyspieler in ganz der Schweiz. Und ich habe die Frau eingeladen, auf Date, Schlittschuh laufen gehen. Und natürlich habe ich gesagt, okay, ich zeige dir, wie es ist, rückwärts, vorwärts und so. Ich habe gesagt, nein, ich kann alle alleine machen. Ich habe gedacht, okay, sie ist vorwärts gegangen, auf Eis und Hand gebrochen. So, es ist lustig und traurig beide, aber ja. Ich war mal mega müde gewesen, und dann hat die Frau irgendetwas erzählt. Eigentlich eine dramatische Story, wo du wirklich müsstest einfühlsam sein und auf das etwas auch sagen. Ich bin irgendwie weggeschweift in den Gedanken und dann nachher, wo sie meine Antwort erwartet hat, habe ich einfach gesagt, ja, ist super, dabei habe ich sagen, nein, das geht doch nicht. Ich war in einer Disco sozusagen und bin dann mit ihr nach Hause gegangen. Und dann ist halt irgendwie passiert und am nächsten Tag, die hat schon ein Kind gehabt, am nächsten Tag war dann die Tochter zerstört vom Sohn und es war schon eine sehr peinliche Geschichte. Als ich mit der Tochter von meinem Arzt was hatte in seiner Praxis und die Mutter reingekommen ist und dann nur sagte, naja, habt ihr keine Kinder? Und ich sag zu ihr so, wird das über Kasse abgerechnet oder muss ich privat bezahlen? Ich denke, das war das schlimmste Erlebnis, weil es auch ein bisschen peinlich war für sie. Was ein bisschen peinlich war, die Frau hat gestunken. Also nicht für mich peinlich, eher für sie. Aber sie hat gestunken und ja, es ist nicht nichts geworden. Das haben wir abbrechen. Ja, das hätte ich nicht sagen können, es wäre zu fies gewesen. Aber ja, wir müssen irgendwie einen Fluchtweg finden, wo ich kann. Einmal hatte ich ein Date und ich bin umgefallen. Und dann, ich habe schon einmal gesehen auf Instagram eine Video, eine lustige Video. Der Mann ist auch runtergefallen und er hat extra Liegestück gemacht. Denn ich habe auch so gedacht, ich kann auch dasselbe machen und will jetzt, diese Frau merkt nicht. Und dann, ja, ich bin umgefallen und direkt Liegestück gemacht. Und die Frau hat so gemacht. Okay, Chris, du bist runtergefallen. Stopp, extra Sommer. Ich war, ah, okay, es geht. Ja. Ich war mit einer Frau, die 5 Jahre älter war und mir vorgeworfen hat, weil ich 5 Jahre jünger bin. Jüngere Männer haben keine Ahnung vom Leben und sie wissen nicht, was sie wollen. Und dabei war es gerade umgekehrt. Ich habe voll gewusst, was ich wollte und sie hat keine Ahnung vom Leben gehabt. Also, was willst du mit so einer? Da habe ich wirklich mit einem Kollegen anrufen oder schreiben per WhatsApp, ey, hol mich raus, es geht nicht mehr. Also, das Schlimmste ist einfach, einmal habe ich mit einer geschrieben, auf Facebook, glaube ich, oder Instagram, keine Ahnung. Einfach so Foto geschickt und nachher habe ich so ein Date gemacht. Sie ist gekommen und sie ist nicht die, wo von den Bildern. Aber gleich, ich bin einfach ein Gentleman, habe ich weitergemacht. Wir sind ausgegangen essen, aber nachher habe ich so meinem Bruder geschrieben. Ich habe gesagt, hey, musst du mir sofort anrufen. Nachher hat er mir angerufen und gesagt, du, sorry, ich muss gehen, weil meinem Bruder geht es nicht gut. Und dann bin ich einfach gegangen. Also bevor wir etwas trinken sind, habe ich sie im Insta gesehen und abgemacht. Und als ich dort war, war komplett etwas anderes. Und dann habe ich gesagt, ich habe Kopf, ich muss gehen. Aber ja, für eine Frau war es wahrscheinlich eigentlich recht schlimm. Weil ja, sie ist zu mir gekommen. Ich habe sie vorher auf Insta einfach gesehen, mir ein bisschen geschrieben. Und sie hat eigentlich nur recht gut ausgesehen. Nachher ist sie bei mir. Und ja, dann hat sie mir nicht mehr so gefallen. Und ja, dann waren wir die ganze Zeit bei mir im Zimmer. Es war verdammt heiß. Und ja, dann haben wir gesehen, also Tennis. Tennismatch geschaut, irgendwie Federer gegen Djokovic, habe ich die ganze Zeit geschaut. Und ja, nachher, keine Ahnung, bin ich einmal aus dem Zimmer gegangen und nachher habe ich die ganze Zeit mit meinem Bruder vorher in meinem Wohnzimmer ein bisschen gechillt. Und sie war in meinem Zimmer und ja, schalt unangenehm. Sorry, wenn du das gesehen hast.